Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part von Grimdorn. Wir sind immer noch hier im Whitemire mit der Lebner Fischi und der schönen Chantal und wir sind immer noch auf der Suche nach den Tampons in der Periode der Dunkelheit. Was für ein Tampons in der Periode der Dunkelheit? Was hast du geraucht? Weiß ich noch nicht, ob es da gut geschmeckt. Merkt man. Wie die Ich kann Tampons die Welt schön gestern, ne? laufen. Ja. Im letzten Part haben wir das Dings hier geöffnet, das Arnus-Portal nach Arnussen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier nach rechts und nehmen den Fisch hier nicht mit, weil er noch skillen muss. Aber nicht nach Anussen, sondern nach Anüsschen. Ich habe schon das geöffnet. Das habe ich. Okay. Ich habe auch gerade umgeskillt. Also nicht umgeskillt, sondern weiter geskillt. Warum gehen die eigentlich alle auf dich? Ich bin noch der Tank jetzt. Ich will das Aggro haben. Ich renne auch immer zuerst rein, aber trotzdem gehen sie auf dich. Die wissen halt, wer wichtiger ist. Ja, ich. Nein, wichtige Leute werden zuerst kalt gemacht. Nein. Klar. Bei Sniper-Elite kill ich doch auch als erstes den Kommandanten und nicht die kleinen Typen drumrum, weil dann ist der Kommandant ja abgelenkt. Und haut ab. Was hat das mit Sniper-Elite zu tun? Keine Ahnung, ich wollte einfach eine Anspielung machen. Alter, bei Sniper-Elite, ich habe eine Runde online gezockt, ne? Mein Telefon klingelt, wir müssen eine kurze Aufnahmepause machen. Okay, bis gleich. Kurze Aufnahmepause, bis gleich. Ahoi und willkommen zurück. Ich habe mich umentschieden, ich werde wahrscheinlich doch nicht den Arcanisten nehmen, sondern den Okkultisten, weil, keine Ahnung, Beschwörer passt besser zum Tank als statt zum Zauberscheiß, weil meine Fähigkeiten am Ende passen irgendwie nicht so ganz zusammen mit einem Schild und mit einem Buch und dann dachte ich so, ja, lieber umskillen, aber ich weiß noch nicht, wann ich umskillen kann, weil ich glaube, dafür müssen wir erstmal eine Quest abschließen. Müsste dann so Inventors Apprentice sein. Okay, also es war eigentlich offen, als ich da war. Wie? Ja, man konnte in der Stadt ja schon hingehen. Was meinst du? Ja, umskillen. Wo ist denn umskillen? Ja, oben, da wo wir auch schon waren. Da war umskillen? Ja, da war umskillen. Da war doch nur der Karawanhändler. Na, und rechts in der Ecke war umskillen. Ja? Ja, wenn ich nicht komplett behindert bin, schon. Will ich so noch gucken? Und ich weiß, dass ich komplett behindert bin, aber trotzdem. Oh, können wir gleich mal irgendwie gucken. Ich muss dir ja folgen. Hier ist so eine Chest. Habe ich durchaus gesehen. Ein bisschen geleuchtet, nicht? Hat ein bisschen geleuchtet. Oh mein Gott, ich muss niesen. Voll geil, ja. Gesundheit. Dankeschön. Meine Freundin ist gerade Nasi. Warum? Weiß ich nicht warum. Vielleicht, weil ich auf Eier gegangen bin. Gemein, entschuldige dich. Ich habe nichts getan, was ich nicht bereuen würde. Nein, warte. Ich habe nichts getan, was ich bereuen würde. Wir haben da hinten voll viel nicht erkundet übrigens. Ich weiß, das ist in Grimdawn so eine Sache, weil das ist ein riesiges Gebiet. Man kann von allen Seiten Oh, da rein. Alter, sind das viele! Vor allen Dingen, keiner Wusste ich von denen doch. greift mich an! Okay, der hintere Teil greift mich an. Ich stun sie schon, wenn ich kann hier. Ich hab sie schon gestunt einmal. Die sind noch nicht Wo ist gerade gerade Victor stark. da? Die sind noch nicht gerade schwach, Alter. Wo ist Hallo mich hier? Ja, jetzt haben sie mich. Jetzt Alter. prügeln sie alle tot. Zwei Heiltränke wieder genommen. Kein Heiltrank genommen, halbes Leben aber dafür weg und ich habe 900 Leben. Ja, das heißt, ich wäre tot gewesen. Alter. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist ein Dead End. Es hat mich ja in Tidequest immer schon aufgeregt, wenn es so riesige Gebiete gab, wo man da 100 Mal durchgehen muss, damit man alles gesehen hat. Und hier in Grimdor ist das normal. Ja. Das sind die Gebiete nochmal 20 mal so riesig. Ja, und 34.827 mal so verwinkelt. Ja. Ja. Ich hab fast gar keine Leistung mehr, also diese High-Leistung habe ich fast gar nicht mehr. Die ist bei mir die ganze Zeit relativ niedrig, aber jetzt geht's gerade sogar wieder. Muss irgendwo was gefressen haben. Wir haben übrigens schon 3 von diesen Rotten Death in dieser Quest, weil wir einmal ja wieder nach Richtung Whitemire gelaufen sind vor der Aufnahme und dann haben wir eine Aufnahme gestartet und Nimm das mal mit. das
Das habe ich, das hast du für uns beide aufgesammelt, das habe ich jetzt auch. Und dann haben wir es, dann ist meine Aufnahme abgestürzt und deshalb, wissen wir, mein Spiel ist abgestürzt und deshalb mussten wir nochmal hinlaufen. Deshalb haben wir da zweimal gefunden. Oh, ich habe einen Bossgegner gefunden. So einen kleinen. Milton Hart. Oh, den kennen wir doch. Kennen wir das den? Das ist ein Questgegner. Ich lese mir die Quest nicht durch, weil sie auf Englisch und mein Englisch nicht so passabel ist, dass ich es gut lesen könnte. Ich kann mich halb verstehen. Find Milton Hart and collect his amulet. Ja, aber ich lese es einfach nicht durch, weil es mir zu doof ist. Ich kann mich zwar halbwegs auf Englisch verständigen, so ein bisschen, zumindest mit den Polen. Hallo, mein Name ist Gärtner. I'm gärtnering your garden now. Das ist so ziemlich genau das, was ich tue. Was könntest du, also in Amerika wärst du einer der besten Gärtners. Gärtners. Gärtners von Gärtners, Gärtners. Aber trocken. Ich muss in die Stadt. Jetzt IRL oder in-game? Beides, aber erstmal in-game. Devil's Crossing. Ich habe auch mein Portal gerade aufgemacht. Ich habe mal Devil's Crossing und dann gucken wir mal, ob der Umscaler da oben ist oder nicht. Sieht mich nicht so aus. Ich kann auch sein, dass ich komplett behindert bin, einfach. Boah, ein 34er Helm. Also, ich bin der Meinung, dass es, also ich rede jetzt erstmal mit Sibyl Hart. Ja. You have returned. I see that you carry my brother's amulet. So it is as I feared. Yes. This is a lot to take in, Milton. I'm sorry, brother. Thank you. Bla bla bla. I'm sorry for your loss. Und wir kriegen sein Amulett. Was zum Teufel ist ein Runed Bone of Venom? Ach, das ist wirklich? Ach Mensch, da hat der Gärtner mal wieder recht gehabt. Mal wieder, immer hat er recht. Immer. Kann ich meine Dings über wegmachen? Weiß ich nicht. Also in Dings ging's nicht. In Titan Quest ging's nicht. Fuck. Fällt ihm jetzt so auf. Das ist blöd. Das ist blöd. Ein bisschen, ne? Ja, egal. Dann werde ich halt nur ein halbwegs guter. Egal, YOLO. Hast du eine gute Einhandwaffe vielleicht über? 34 Schaden, also bis 34 Schaden. Ist das gut? Weiß ich nicht, also meine beste hat bis 37. Kann ich mal hier kaufen? Bis 50 Schaden, dann nehme ich mal erstmal deine. Das ist so viel Chat, die ich direkt kaufen will. Das brauche ich nicht. Das Aether Damage. Nee, Health ist besser, würde ich sagen. Obwohl Aether Damage auch ganz nice, aber nein. Den können wir noch mal behalten. Boah, ein Schild ist eigentlich auch ganz geil, weil dann mache ich weniger Schaden, aber dafür mehr Schild? Tanky. Ich habe einen ziemlich guten Eich gefunden gerade. Okay, gut, dann verkaufe ich den hier jetzt. Ich habe noch einen 67er Two-Handed. Die ich gar nicht benutzen kann. Brauchst du sowas? Ich brauch da schon mal weg. Brauchst du eine 67er ich hab ja gerade auf Einhand gegangen. Ne, ich bin gerade auf Einhand gegangen, wegen okay, Schild. Dann habe ich die gerade verkauft. Guck mal kurz, wie lange wir noch haben. Ich denke mal jetzt noch 15 Minuten. 11. Okay. Ja, ich will die nicht verkaufen. 11 Minuten noch? Ja. Läuft bei uns nicht so. Gucken, ob ich hier noch was im Haus fährt. Hier werden Milton getötet. So, jetzt müssen wir noch Rotten Soldiers Lane, secure the Portal Birch Village und find Kaparovs Apprentice. Ich hab gar keine Ahnung, wovon du redest, aber okay. Ich baue gerade zurück. Für welches? Oh, ich hab die. Oh, scheiße, ich hab meine Skills jetzt zurückgeskillt. Egal, Best Ban. Dann mach ich das hier noch einen rein und dann kann ich nur einen hier irgendwo reinskillen. Ich werd gerade von irgendwas angegriffen, was bei mir unsichtbar ist. Good job auf jeden Fall. Far from beating you into submission, this ding of enemy blah. Was? Wieso greift mich da was an, was unsichtbar ist? Wo bist du denn? Bin nach links weitergegangen. Das ist nicht unsichtbar. Nein, aber hier werde ich die ganze Zeit von Feuerbällen angegriffen, die unsichtbar sind. Also nein, von Feuerbällen, die sichtbar sind, jetzt nicht mehr. Eben die ganze Zeit. Genau, plötzlich. Aether Crystal, GG. Wie viele von den Dingern brauchen wir eigentlich noch?
Die sind endlos. Die kannst du für Crafting später benutzen. Ah, okay. Ja, das Spiel ist ein bisschen sehr komplex. Und wieder gelevelt, GD. Wir müssen noch einen Meter nach unten gehen, da auf der Straße. Ich wollte erstmal die Tür. Ich muss gerade mal die Tür eintreten. Ich weiß nicht, ob das gewollt wurde aus dem Bug war, aber es sah richtig lustig aus. Dreck kann man auch mal einsammeln. So. Dann skill ich nebenbei nochmal. Ich glaube hier einmal noch auf. Nee, ich gehe nicht. Obwohl soll ich mal auf Kanne. Nee, ich gehe auf Health wieder, weil. Ich habe über 1000 Leben. Nice. Und dann skillen wir hier noch einen Punkt rein und hier ein und da ein. Ich habe 560 Leben, Alter. Ich habe 1023 Leben. Ich muss, glaube ich, auch noch ein Stückchen nach da unten, weil das noch ein kleiner Teil. Einfach mal das Unterschied, ey. Ja, so ist es halt, wenn einer komplett auf Tank geht und einer komplett auf Damage, nicht? Ja. Ich gehe mich die ganze Zeit auf Physik anstatt auf Cunning. Ich muss auch gerade die ganze Zeit auf Physik gehen, leider. Wo ich ja gar nicht drauf gehen will. Aber ich muss halt auch eine Rüstung tragen, ey. Und für meine Waffen brauche ich auch die ganze Zeit Physik. Dann nimmst du, glaube ich, die falschen Waffen. Ich nehme Einhänder. Ja, dann nimmst du aber die falschen Einhänder, aber es gibt bestimmt auch Cunning-Einhänder. Das sind dann so die Kurzschwerter und nicht so. Ich habe auch keine einzige gefunden. Aber ich habe auch kein einziges Kurzschwert gefunden. Übrigens habe ich wieder fast Aggro auf allem. Ich hatte gerade das Aggro von den Teilen, die hier spucken. Von beiden. Bis du das einen angegriffen hast. Ich habe jetzt eine. Nee, das ist ein Schwert. Nee, das ist eine Axt, die nehme ich mal. Weil ich habe mein Cunning mal kein Schwert gefunden, außer ein richtig schlechtes. Sliff Necklace. Hier unten hätten wir auch noch lang gehen können. Das ist der andere Weg halt. Wir sind jetzt ja bis hier oben gegangen. Und hier hätten wir einfach ein paar Tausend gehen können. Aber wir sind cool und erkunden ja alles. Genau. Gucken wir noch hier hinten. Ich glaube, ich muss meinen Popschutz mal in. Den Geschirrspüler stecken. Nachstecken? Geil. Ne, ein Arsch, so stinkt er schon. Oh, hallo. Torben. Hallö. You travel down this path, strange of the little town of the rich, and what that might be. Surf and enter. If you have a necklace, I say to aid us in return. I will fashion. Ich muss mal ganz kurz muten. Ja, und das war dann der Freddy. Da? Oh, er ist schon wieder da. Ich habe gesagt, ganz kurz, wir brauchen 3 von diesen Necklacen und ich habe nur 2 mit, weil ich die restlichen Lager habe. Necklacen? Was sind denn Necklacen? Necklace. Habe ich 6 Stück von mit. Dann gib mir mal davon welche oder gib die ab, die Quest. Kannst du das oder muss ich das machen? Weiß ich nicht. Ja, red mal mit den Tjorven oder kannst du das nicht? Hab doch. Ja, also ich habe die Quest immer noch. Ich habe es abgeschlossen. Hast du noch Necklace über? 3 Stück da. Boah, die Dolche sind alle voll schlecht. Die Schwerter sind alle voll schlecht. Thank you. Und jetzt haben wir einen magischen Ring noch bekommen. Die Schwerter sind alle voll schlecht, Alter. Habe ich direkt die Einhänder. Welche Schwerter? Die beim Händler zum Beispiel. Die haben 19, 19, 20. Ja, 20. 26, 17. Dafür sind die Armor Piercing. Das heißt, sie durchdringen die Rüstung von den Gegnern und sie greifen schneller an. Also wo findest du so eins? In der untersten Reihe. Stimmt, das sind die alle. Ja, die haben alle Rüstungsdurchdringung und die machen zwar nicht so viel Schaden, aber sie durchdringen halt die Rüstung. Also. Stimmt, und dafür muss ich die ganze Zeit auf Cunning gehen. Okay, dann weiß ich jetzt, was ich falsch gemacht habe. Ich bin schon wieder so ein Idiot. Das ist so in jedem Rollenspiel so. Immer versucht man, was richtig gut zu machen und macht es am Ende komplett falsch. Ja, wirklich komplett. Einfach komplett. Aber ich habe halt auch noch keins von diesen Schwertern gefunden. Bis auf eben 2 Dolche, die ich durch meine... Wir müssen hier oben noch hin. Freddy, ich habe Angst. Ja, komm, ich geh in. Musst du ja auch. Haben wir ein bisschen gestunt. Ich stand auch die ganze Zeit rein. Ich kann. Ich vergesse, dass ich immer keine Nachladezeit habe, also keine Reboot-Dauer. Sondern einfach gleich ich wieder. Ich hab ja schon eine. Ich hab kaum, Alter. Das ist richtig schlimm, wie wenig das ist. Ach ja, dann gehen wir nach hier. Ich
Und ich bin gelevelt. Dann kann ich jetzt ein bisschen auf Cunning gehen. Oder auch ein bisschen mehr. Cunning. Hier ist übrigens so eine Höhle. Wo kannst du lange noch haben? Noch 4 Minuten. Die Höhle können wir noch machen, oder? Wollen wir nicht erstmal ein bisschen rum erkunden und im nächsten Part dann in die Höhle gehen? Weiß nicht. Ja, wir können auch von mir aus schon in die Höhle gehen, ist mir egal. Ich hab klar, davon haben wir irgendwie schon eine fertig, falls du das immer mal brauchst. Ich glaube, ich habe auch noch was davon. Aber ich verstehe die noch nicht. Das sind die Essenzen, beziehungsweise die anderen Teile. Kurz mal durchlesen, was die machen. Wo sind die? Trip Claw habe ich 2 Stück und Fur habe ich 1 und Scavenge Plating habe ich 1. Die macht Physical Damage, die macht mehr Armor und die macht mehr Health. Den Bristly Fur ist was für dich, der macht mehr Health. Warum? Mhm. Und hier ist übrigens noch eine Cavern. Oder war das die schwere? Nee. Ich kann mich gar nicht erinnern. Was ist Physik? Physik ist, dass ich mehr Leben hab. Ich kann mal gucken, ob das noch was macht. Physik. Nee, das macht nur Bonus Health. Cunning macht Damage. Was ist Physical Damage? Physical Damage ist physischer Schaden, also normaler Schaden. Also normaler Schaden, nicht magischer Schaden, okay. Dann ist es auch gut für mich. Ich mache keinen magischen Schaden. Oder nur wenig. Glaube ich zumindest. Dann gebe ich dir gleich mal diese ganzen Klauen, Alter, dann kannst du... Oh mein Gott. Dass du alle unlockst und davon keins auf mich geht. Oh mein Gott, die sehen mich nicht mal mehr. Ich muss gerade wegrennen, ich bin fast gestorben. Sie gestunt. Ich hatte eben auch schon 2 Mal gestunt, oh mein Gott. Ich bin auch fast gestorben. Und überleg mal, du hast einfach mehr als doppelt so viel Leben wie ich. Nee, du hast ungefähr doppelt so viel Leben wie ich. Aber ich stand doch gerade mitten in der großen Menge drin, da haben mich gerade dann alle angegriffen und das war ein bisschen scheiße. Ich habe so gut wie gar keinen goldenen Strich mehr. Im Singleplayer habe ich eigentlich immer den goldenen Strich so gut wie voll. Goldenen Strich? Ach so, der ist bei mir fast voll. Tatsächlich. Warum? Weiß nicht, der lädt sich die ganze Zeit wieder auf. Also ohne. Macht das einen Heiltrank eigentlich, oder? Ich glaube schon. Also so viele Heiltränke wie ich nehme wahrscheinlich schon. Weil ich benutze so gut wie nie einen Heiltrank. Ich lasse mich eigentlich immer nur davon voll heilen nach dem Kampf. Nee, ich brauche ja meistens im Kampf wahrscheinlich noch immer einen. Ich ja nicht. Gut. Sieht aus wie Minenschacht. Gehen wir erstmal noch hier, würde ich sagen. CC. Irgendwie fliegen diese Dinger nicht so wirklich weit. Dein Geld? Und noch mehr Müll? Nichts drin. Für mich jedenfalls. Aua. Alter, der Schacht hier ist aber auch schon ein bisschen größer. Ja. Dieser Schacht erinnert mich übrigens an Sacred. Es gibt übrigens auch Geheimwege, habe ich rausgefunden. Okay. Da habe ich zum Beispiel blaue Set-Gegenstände gefunden. Nice. Beziehungsweise einen habe ich da gefunden. Ich weiß nicht, ob es hier auch schon welche gibt, das war halt in einem späteren Dungeon. Was ich auch irgendwie 5 Mal machen musste, weil es so riesig war und das Spiel mal abgestürzt ist. Also mit Spielabstürzen hatten wir bisher noch richtig Glück im Let's Play, kurz mal vorher. Ja, also nur halt einmal kurz, dass ich Zielaufnahme angefangen habe, sonst ja, nicht. Ja genau, sonst nicht. Bleib mal kurz stehen, dann gebe ich dir mal kurz die ganze Scheiße. Den kriegst du... Erstmal 50 den, Armor? Den... Warum krieg ich einen Ring von dir? Oh, habe ich nicht gesehen. Das ist derselbe, den ich habe, genau der gleiche. Dann machen wir noch Chip Claw fertig, würde ich sagen. Nach da oben. Ach, ist noch einer. Was ist deine Rüstung? Hier ist noch ein Scaring Ember. Meine Rüstung? 20 plus 9 Offensibility plus 8 Defensibility. Ja, wir sind 34, wir sind fertig und du hast eine 37er Rüstung, habe ich jemanden geworfen. Danke, danke. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao. Ciao.